Hallo meine Lieben, in meinem letzten Video habe ich euch die Gel-Lack-Sets von Rosalind schon einmal vorgestellt und mit euch gemeinsam das Design, was ihr hier unten an den langen Tipps seht, kreiert. Und ja, ihr habt euch gewünscht, dass ich dazu nochmal ein Pendant mache, quasi für kurze Nägel. Was ihr dabei beachten solltet, Tipps und Tricks verrate ich euch jetzt hier in diesem Video. Bleibt also gerne dran, vergesst das kostenlose Abo sowie ein Däumchen nach oben nicht, wenn euch das Video gefallen hat. Und aktiviert auch gerne das Glöckchen, damit ihr keines meiner weiteren Videos verpasst. Viel Spaß! Bevor ich mit dem Design beginne und euch Tipps geben kann, was ihr machen könnt, wenn ihr von lang auf kurz arbeiten möchtet, vom Design her, hier noch einmal ein grundlegender Tipp. Wer kennt es zum Beispiel, man sieht ein Design und denkt sich, boah, das möchte ich nacharbeiten und im Endeffekt ärgert man sich so ein bisschen, dass es eben nicht so aussieht, wie man es eben gesehen hat, wie auf der Vorlage. Dazu kann ich euch sagen, das ist völlig normal. Denn ihr müsst immer beachten, das ist so ein bisschen wie mit Kleidungsstücken. Die beste Freundin trägt eine Röhrenjeans und sieht einfach super klasse damit aus. Und dann probiert ihr das an und denkt euch, nee, sieht an mir irgendwie nicht ganz so schick aus. Also ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen, das ist jetzt nur so ein etwas komischer Vergleich, ich weiß. Aber damit ihr euch das vor Augen haltet, jeder Mensch hat ja individuelle Naturnägel, eine vorgegebene Naturnagelform. Und nicht an jedem Naturnagel sieht zum Beispiel eine Ballerina von Vorteil aus zum Beispiel. Oder eben ein ovaler Nagel, eine Mandel, ein Stiletto, was auch immer. Das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass wenn man zum Beispiel auch gerade bei einer anderen Form, einer anderen Länge, immer ein leicht anderes Ergebnis erzielen wird, eben durch diese Faktoren, die ich jetzt gerade genannt habe. Man muss also immer versuchen, das Design eben an die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen anzupassen, beziehungsweise an die eigene Form, die man sich eben ausgesucht hat. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, dass das Design eben dann euren individuellen Touch erhält. Das sollte nämlich auch sein, denn jeder hat so seinen anderen Stil. Jeder malt eventuell auch anders und deshalb ist das auch gar nicht schlimm. Und jetzt möchte ich euch so ein paar Tipps und Tricks geben, was ihr eben tun könnt, wenn ihr eben ein sehr üppiges Design habt und das aber eben auf kürzere Nägel umwandeln möchtet. Hier seht ihr jetzt einmal, wie kurz diese Tipps sind, die ich verwenden möchte. Ich möchte mir nämlich später Press-ons arbeiten und arbeite mir das Design eben auf diese ganz, ganz kurzen Tipps vor. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch auf Naturnägel anwenden. Zunächst ist wichtig, dass ihr euer Design eurer Nagelform so ein bisschen anpasst. Ihr habt ja gerade gesehen, bei dem vorherigen Tipp, bei dem langen Tipp, habe ich eine gerade Linie gewählt, weil der Tipp an sich eine gerade Tippspitze hat. Und hier habe ich jetzt eine Rundung und arbeite diese eben aus. Dann kann es auch günstiger sein, wenn man den Farbverlauf vertikal anstatt horizontal arbeitet, denn das kann ein Design ein bisschen strecken und die Nägel eben optisch etwas länger und schmaler wirken lassen. Das kann durchaus den Vorteil haben, dass man breite Nägel so eben auch ein bisschen kaschieren kann, wenn man sie kurz arbeitet. Dann ist es noch ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Aufbau nicht zu üppig, sondern schön flach gestaltet. Diese Regelung gilt nicht nur für den Aufbau, sondern grundsätzlich für alle kommenden Schichten, denn kurze Nägel können wirklich ganz, ganz schnell klobig wirken, wenn man zu viel Produkt aufträgt. Deshalb achte ich persönlich dabei darauf, dass ich auch bei diesen Farbverläufen, die ich gestalte, jetzt nach Möglichkeit nur eine Schicht verwende, auch wenn ich immer sage, nehmt zwei dünne Schichten. Hier arbeite ich wirklich nur eine dünne Schicht und achte eben darauf, dass ich die Farbverläufe durch möglichst ähnliche Farben sehr gut verblende, sodass keine zweite Schicht nötig ist. Außerdem könnt ihr euren Pinsel zusätzlich mit zum Beispiel dem Artgloss Aqua befeuchten. So funktioniert der Gelverlauf am einfachsten. Dann noch ein Tipp, feilt eure Nägel, die eh schon kurz sind, ein klein wenig spitzer. Das kann auch nochmal dieser klobigen Nagelform bei sehr kurzen, breiten Nägeln insbesondere entgegenwirken. Passt aber auf, dass ihr euch eure Seitenlinie dabei nicht verfeilt, also schön vorsichtig sein. Jetzt ist es natürlich so, dass man nicht immer unbedingt passende Farben haben möchte und sich vielleicht für gegensätzliche Farben zum Beispiel entscheidet. Dann könnt ihr den folgenden Trick anwenden, dass ihr die zwei Farben in der jeweiligen oberen, unteren oder eben seitlichen
Hälfte auftragt und dann eben zur Mitte hin auslaufend gestaltet, sodass in der Mitte quasi noch Platz für euren Apex, für euren höchsten Punkt vom Aufbau ist. Und ja, um das Ganze dann eben zu kaschieren und gut zu verblenden, tragt ihr dann einen Make-up-farbenen Ton auf, der allerdings nicht ganz so deckend sein sollte, damit ihr euren Farbverlauf eben nicht komplett abdeckt. Hier seht ihr das jetzt einmal seitlich gesehen. Es ist wirklich sehr schön flach gearbeitet. Und jetzt trage ich eine dünne Schicht von diesem Gellack auf. Ihr könnt aber auch mit klassischen Gelen arbeiten. Ich habe euch ja immer was drunter geschrieben. Und dann setze ich eben das Gelbällchen mittig ab und arbeite dann zu den Rändern hin auslaufend. Im Prinzip bei dem Produkt, was ich hier verwende oder auch bei dem, was ich verlinkt habe, passiert das schon fast von alleine. Da müsst ihr eigentlich nicht mehr großartig viel machen. Und so schafft ihr euch einen Farbverlauf, der nicht unbedingt passig ist. Ihr könntet ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, gelb und schwarz verwenden, da würde es schwierig sein, aber mit diesem Trick klappt das ganz gut und so könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr so gar keinen Platz für einen Farbverlauf habt, diese Illusion eines Verlaufs erzeugen, indem ihr nur eine dünne Schicht von einer Farbe auftragt, die muss nicht unbedingt deckend und auch nicht gleichmäßig sein und dort könnt ihr diesen Trick eben auch anwenden, dass ihr in der Mitte eben das Bällchen absetzt, euch den Aufbau arbeitet, also das Produkt sollte natürlich so ein bisschen semi-transparent, milchig sein. Ja, und dann habt ihr eben trotzdem diesen Effekt von einem leichten Farbverlauf. Beim Befeilen solltet ihr außerdem darauf achten, dass ihr nur eine Bufferfeile nach Möglichkeit verwendet, da ihr ja wenig Produkt aufgetragen habt und ihr euch sonst eben zum Beispiel die Farbe am Rand, wie ich gerade gezeigt habe, runternehmen würdet. Bei der Nail Art müsst ihr darauf achten, welche Elemente möchte ich unbedingt darin haben und dann könnt ihr eventuell anpassen und eben weniger Nailart auftragen, wie ich es jetzt hier mit dem Flamingo gemacht habe. Ich habe mich eben nur für einen großen Flamingo auf dem Nagel entschieden und bei den anderen habe ich mich nur für eins dieser Logos entschieden, anstatt viele zu wählen. Da müsst ihr eben schauen, okay, was passt denn tatsächlich auf meinen Nagel drauf und dementsprechend könnt ihr eure Nailart eben auswählen. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch ein paar nützliche Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber lange oder kurze Nägel tragt oder ob ihr mal so tragt. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne mal in die Kommis schreiben, ob ihr irgendwelche besonderen Videos, besonderen Motive sehen möchtet. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich über ein kostenloses Abo sowie ein Däumchen nach oben von euch freuen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.